Nun, gehen wir mal zu dem Kleinsten über. Wir haben ja den Großen und den Kleinen. Der Kleine ist gerade so groß wie eine Streichholzschachtel. Und wenn man das so sieht, hier innen drin, die Einbauteile sind ja noch kleiner. Also es ist ja, ja sehr, sehr klein, das Teil. Aber die Profi-Elemente, die hier drin sind, die Profi-Komponenten, die hier drin sind, sind auch hier verwendet worden. Das heißt, wir haben High-End im Kleinstbereich. Und jetzt kommt das Eigentliche. Es sind Plug- und Play-Empfänger. Das heißt, egal wie sie rauskommen, wir können immer diesen Empfänger einsetzen, Kanal 1 an Kanal 1, Kanal 2 an Kanal 2, Kanal 3 an Kanal 3 und so weiter und so fort. Anschließen, binden, fertig. Wir brauchen nichts weiter. Es funktioniert ohne Computer, ohne nichts. Ja? Also ist auch eine Innovation, die wir haben, leicht zu bedienen, absolut leicht zu bedienen. Und das, was wir als Goodie oben drauf bekommen von Beatronic, ist die Giga-Control-Software, die uns ein unheimliches Paradies und eine Vielzahl von Möglichkeiten aufzeigt, wie wir dann untereinander hier verschiedene Situationen simulieren können, so wie wir auch kontrollieren können. Wir können nachvollziehen und wir können so vieles damit machen, aber da sprechen wir später gesondert nochmal in der Giga-Control. Nun, kommen wir jetzt, wie bereits schon mehrfach angekündigt, ihr merkt das bei meiner Begeisterung, hier zu diesem kleinen Empfänger, dem Clever. Mit dem Clever war ich jetzt letzte Woche 1700 Meter weit weg und er hatte noch vollen Empfang und es hat alles funktioniert. War ziemlich flach und kam wieder zurück. Es war so klein, das Modell, das war ein 3,5 Meter Segler. Und ich habe extra den mal genommen, das ist der alte Big Flo von mir, und habe den einfach mal mit diesem kleinsten Empfänger getestet und ich hatte keine Failsafe, nichts, es war alles in Ordnung. Und bei den Schneeflächen, manchmal hat man ja auch da ja, Bedenken, dass die dann nicht richtig empfangen, hat einwandfrei funktioniert. Also ich kann wirklich diese kleine Komponente, die ich einfach als Plug and Play eingesetzt habe, gut empfehlen.